Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Einem etwas untypischeren Video auf meinem Kanal, denn ich habe schon lange, lange nicht mehr über Neuerscheinungen gesprochen, die in einem Monat oder in einem Quartal erscheinen. Aber der Oktober bietet 10 Bücher plus eine Fortsetzung, auf die ich mich so freue, wo ich dachte, ja, ich muss einfach diese Vorfreude mit euch teilen und vielleicht habt ihr ja auch noch den ein oder anderen Buchtipp oder nehmt einen dieser Tipps auch auf eure Wunschliste mit. Und eigentlich bin ich so das letzte Jahr gar nicht mehr so Neuerscheinungs auf der Suche, das war jetzt kein gutes Deutsch, also auf der Suche nach Buchneuerscheinungen, sondern ich lasse mich da so ein bisschen auch mal treiben. Natürlich habe ich so Verlagsseiten im Blick und wenn mir die Vorschauen per E-Mail zugeschickt werden, gucke ich da natürlich auch mal rein und mache mir dann auch so Notizen, aber der Oktober hat es wirklich in sich. Und ja, ich denke, wir fangen einfach mal an. Ich packe euch die Bücher unten in die Infobox, sollte euch da was interessieren, schaut da gerne mit vorbei und man kann ja auch gegebenenfalls auch mein Buch einfach vorbestellen. Das habe ich gleich bei 2 Büchern tatsächlich diesmal auch gemacht. Der Oktober ist, ja, da ist dann nichts mit Rebuy oder Avell oder Tauschticket. Ja, weil es läuft einem ja sowieso auch nochmal was anderes über den Weg, aber der Oktober ist echt böse. Ja, es sind tatsächlich 10 Bücher, die ich gefunden habe, plus eine Fortsetzung, ein zweiter Teil. Und ja, ich denke, wir starten jetzt einfach mal. Ja, es wird ja nicht weniger, ne? Ja, wir starten mit Auf 4 Pfoten zur Erleuchtung. Ein Hund, der Buddha und der Sinn des Lebens von Gary Heath erscheint am 4. Oktober. Und ich ja, bin da so drüber gestolpert, weil ich natürlich ein großer Fan zum Beispiel von der Katze des Dalai Lama bin. Also ich mag die buddhistische Lebensphilosophie und bin hier natürlich dann auch auf den Hund gekommen sozusagen. Dachte, ja, das klingt definitiv spannend. Es ist ein Bestseller aus Großbritannien und ist für alle Hundeliebhaber und auch Fans östlicher Spiritualität. Ich glaube aber auch, dass man als Tierliebhaber sich natürlich auch einfach ja, Spaß hat an einer Hundegeschichte. Alles begann damit, dass Herrchen jeden Tag in seinem Zimmer verschwand und mit geschlossenen Augen auf einem Kissen saß. Meine Neugier war geweckt. Eigentlich will der kleine Spaniel nur ergründen, warum sich sein Herrchen plötzlich so seltsam verhält. Doch dann stolpert er unversehens mitten hinein in die rätselhafte Welt des Buddhismus. Die gilt es weiter zu beschnüffeln. Und so nimmt uns der Vierbeiner mit auf seine Suche nach den Geheimnissen von Glück, Gelassenheit und Erleuchtung. Mithilfe seiner naseweißen Halbschwester findet er heraus, was Karotten mit Achtsamkeit zu tun haben, dass Meditation auch einen unruhigen Hundegeist Ruhe finden lässt und wie liebevolles Mitgefühl, sogar Katzen gegenüber, alles verändern kann. Ein bezauberndes Lesevergnügen, das auf wunderbare, leichte und charmante Art die Essenz buddhistischer Weisheit vermittelt und auch uns Zweibeinern den Weg zu Glück und Zufriedenheit weist. Und ja, also es klingt eigentlich wie für mich geschrieben. Das könnte auch eine Geschichte von mir sein, dass ich sage, ich kombiniere Meditation, Buddhismus, Yoga irgendwie mit meinen Tieren. Also ja, die erste Zeile mit Tier, sie verschließt, sie setzt sich irgendwo hin, macht die Augen zu und alle Katzen beobachten einen. Ja, das kommt mir tatsächlich sehr bekannt vor. Klingt toll und ja, finde ich richtig schön und freue ich mich drauf. Dann kommt ein Buch, das sich aus dem ja, Corona-Schreibwettbewerb herauskristallisiert hat und der Sieger wurden. Es gab diese Aktion Wir schreiben zu Hause und das ist jetzt eben der E-Book-Gewinner aus dieser Kurzgeschichte. Und die heißt die Geschichte Und der Tod fragt sich, ob er unendlich ist. Und das Buch ist von Charlie Reis, erscheint ebenfalls am 4. Oktober und ich fand das ganz spannend, weil ich das damals mitbekommen habe, wie ganz viele ja, Autoren, Autorinnen hier geschrieben haben und ich damals auch die Kurzgeschichten gelesen hatte, die in so einem Sammelband erschienen sind und ich finde es jetzt super spannend, dass wir hier ja, noch eine Geschichte präsentiert bekommen und ich finde tatsächlich, der Titel war einfach super spannend. Unendlichkeit ist auch keine Lösung. Der Tod hat genug. Nachdem er mal wieder ein Kind aus einem Kriegsgebiet abholen und begleiten musste, reicht es ihm. Burnout. Natürlich kann er nicht von jetzt auf gleich einfach so seine Arbeit quittieren. Doch er beginnt zu hinterfragen, welchen Einfluss sein Erscheinen auf das Leben Hinterbliebener hat. Außerdem möchte er herausfinden, weshalb ihn die Menschen so fürchten. Denn eigentlich ist er ja doch ein ganz netter Kerl mit einem feinen Sinn für Humor, der nur seinen Job macht. Um Antworten zu finden, trifft er sich als Bondel Kramer immer häufiger mit Menschen, die auch nach seinem Besuch noch weiterleben. Es beginnt eine Suche, bei der Bondel Beziehungen knüpft in einem BMW Isetta,
die Langsamkeit wiederentdeckt und dabei, je mehr er sich mit sich selbst beschäftigt, immer näher an den Rand des Wahnsinns gelangt. Am Ende verweben sich seine anfänglichen Fragen zu einer großen. Ist vielleicht auch er gar nicht unendlich? Das ist wirklich ein Thema, was ich super spannend finde und gab es natürlich schon in der Literatur und auch in der Filmwelt. Wenn wir an Rendezvous mit Joe Black zum Beispiel denken, haben wir das immer mal wieder erlebt, dass der Tod die Hauptrolle übernimmt und auch mal hinterfragt, was er hier eigentlich tut und welche Probleme wir Menschen eigentlich mit dem Tod haben, weil eigentlich gehört er einfach zum Leben dazu. Wir schotten ihn nur so komplett in vielen Bereichen ja einfach ab und tun so, als wären wir dann total überrascht, wenn er ja zu meinem 100. Geburtstag sozusagen auftaucht als Gast. Aber ich finde, die Geschichte klingt auf jeden Fall spannend. Ich weiß nicht, was so wirklich dahinter kommt, was dann so die Essenz dahinter ist. Gerade die Frage, ob der Tod überhaupt unendlich ist. Also wenn nicht der, wer dann, ne? Und ja, finde ich spannend, behalte ich auf jeden Fall mal im Blick. Und ja, finde es cool, dass es aus dieser Aktion heraus, die ja, glaube ich, dann auch vor 3 Jahren oder vor 2 Jahren gestartet ist, dass da einfach nochmal man auch etwas mitbekommt, ja, wer da dann auch zum Beispiel jetzt in dem Fall der E-Book-Gewinner war. Auch am 4. Oktober erscheint ein neues Jugendbuch der lieben Adriana Popescu. Es ist der Auftakt der Misfits Academy-Reihe, Als wir Helden wurden. Ich freue mich mega drauf. Ich liebe alle Geschichten von Adriana Popescu und ich freue mich hier, dass sie uns in dieses Schulleben, in dieses Internatsleben mitnimmt, dass es ein Jugendbuch ist und es ist der Auftakt einer Reihe. Ich habe noch nicht so ganz herausbekommen, wie viele Teile es werden. Es sind 5 Teenager. Ich weiß nicht, ob sich davon ableiten lässt, dass es vielleicht 5 Geschichten werden. Vielleicht ist es auch eine Trilogie. Keine Ahnung, vielleicht bekommen wir da in den nächsten Tagen noch ein paar mehr Informationen. Aber es geht um 5 Teenager, 5 Superkräfte und eine mysteriöse, magische Academy. Menschen, die mit dem Skill-Gen geboren werden, haben besondere mentale Fähigkeiten. Damit kann man Menschen Gutes tun oder eben Mist bauen. Wer auf der Misfits Academy landet, hat definitiv gewaltigen Mist gebaut. So wie Taylor, die sich für coole Insta-Bilder mal kurz nach Dubai teleportiert, oder Eric, der Gefühle steuern kann und sich als Happy Feelings Dealer auf dem Schulhof eine goldene Nase verdient hat. Zusammen mit June, Dylan und Fionn sind sie deswegen zur Misfits Academy auf Guernsey spricht man, glaube ich, ein bisschen anders aus, geschickt worden. Doch wieder erwarten werden die 5 Nachwuchshelden Freunde und beginnen einander das Geheimnis ihrer jeweiligen Skills zu enthüllen. Doch dann ereignen sich an der Schule mysteriöse Vorkommnisse und das junge Team muss sich einer Prüfung auf Leben und Tod stellen. Ich finde es total cool, dass wir einen Dylan haben. Ich vermute mal, es ist eine kleine Anspielung auf Dylan McKay auf Beverly Hills 90210. Aber ich freue mich sehr drauf. Ich mag tatsächlich ja auch dieses Schulleben, dieses Aufgabenstellen. Ich mag Gruppendynamiken und das alles ja, im Grunde mit Dialogen von Adriana Popescu. Es kann eigentlich nur ein Highlight werden und ich freue mich da sehr auf den 4. Oktober. Und das ist ein Buch, was ich auch ja, vorbestellt habe, unter anderem. Dann geht es weiter mit dem 9. Oktober, und zwar die Sonnenfeuer-Ballade A Song to Raise a Storm. Es soll düstere, romantische Fantasy sein, es wird ein Epos werden und es ist von Julia Dippel. Und spätestens seit Casa Dim hat mich die Autorin ja gepackt. Es ist der Auftakt einer Reihe. Ich habe, glaube ich, nicht gelesen, ob es eine Trilogie wird, könnte ich mir aber definitiv vorstellen. Und ich mag ja Romantasy ganz gerne, wenn der Fantasy-Anteil definitiv ein bisschen höher ist als die ganze romantische Geschichte. Und die Düsternis kann ich mir bei Julia Dippel sehr, sehr gut vorstellen, weil das auch bei Casa Dim mich schon total gepackt hat. Und sind wir mal ehrlich, das Cover, also es ist um Welten schöner als der Auftakt damals von Casa Dim. Ich glaube, viel schlimmer ging es tatsächlich gar nicht mehr. Ja, die Sonnenfeuer-Ballade ist sozusagen dann auch der Titel der Reihe. Manchmal reicht ein Funke, um einen Sturm zu entfachen. Städte, Siedlungen und Straßen gehören den Menschen. Die Wälder jedoch sind das Reich der Guide, der magischen Wesen. So will es das umstrittene und streng durchgesetzte Friedensabkommen. Aber Sinta pfeift auf diese Gesetze. Halb Mensch, halb Guide muss sie sich ohnehin
ohnehin mit dem Misstrauen beider Welten herumschlagen. Besonders mit dem der Waka, einer dunklen magischen Volk, das die Einhaltung des Friedensabkommens erbarmungslos überwacht. Als eines Tages ein Schneesturm aufzieht und Sinta gezwungen ist, in einem menschlichen Gasthof Schutz zu suchen, ändert sich für sie alles. Denn in dem eingeschneiten Dörfchen ist ein Mord geschehen und ausgerechnet der gefürchtete Anführer Wakas ist gekommen, um ihn aufzuklären. Mit Sinta im Sturm gefangen, wirft Aresander nun jedoch nicht nur ein Auge auf ihre ganz speziellen Fähigkeiten. Es soll bildgewaltig sein, vielschichtige Wesen haben, gefährliche Intrigen, eine prickelnde Liebesgeschichte und auch einen blutigen Mordfall. Und ich bin sehr gespannt, wie das alles so verwoben wird, weil mir hat ja wirklich Khazad-dûm richtig, richtig gut gefallen und ich erhoffe mir hier vielleicht sogar noch eine kleine Steigerung. Ja, am 10. Oktober, einen Tag später, erscheint dann eine Kurzgeschichte von Haruki Murakami. Honigkuchen zählt als Erzählung, hat wie gesagt nur 80 Seiten, finde ich also fast ein bisschen wenig, wenn ich ehrlich bin. Vor allem, weil ich glaube ich sonst immer auch nur längere Geschichten von Murakami gelesen habe. Aber Cover hat mich angesprochen und dann auch der Klappentext. Junpei ist Schriftsteller. Seine Spezialität, Kurzgeschichten über unerwiderte Liebe. Das Thema seines Lebens. Seit der Uni ist er in Sayoko verliebt, die seinen besten Freund geheiratet hat. Trotz allem hat die Freundschaft zwischen den dreien Bestand. Anders als die Beziehung von Sayoko und Junpais besten Freund. Sie bekommen eine Tochter namens Sarah, trennen sich aber kurz darauf. Mit den Jahren wird Junpei zu einem Ersatzvater für Sarah. Nach einem schrecklichen Erdbeben leidet sie unter Albträumen, nur Junpei kann sie beruhigen, mit seinen Geschichten über einen Bären und seinen besten Freund. Nachdem Sayoko, Junpei und Sarah gemeinsam den Zoo besuchen, um die echten Bären zu betrachten, kommt es endlich zur Annäherung zwischen Sayoko und Junpei. In derselben Nacht hat Sarah wieder einen Albtraum, doch Junpei ist fest entschlossen, für immer über Sayokos und Sarahs Schlaf zu wachen. Finde ich richtig schön, klingt sehr tiefgründig, klingt emotional, was ja eher untypisch in der Literatur von Murakami ist, aber ich finde, es klingt richtig schön, sehr angenehm. Ich bin gespannt, wie sich das auf 80 Seiten verwebt und wie viel von den 80 Seiten schon in diesem Klappentext stecken, aber ich bin neugierig und bin auch sehr gespannt, wird aber wahrscheinlich eher als E-Book vielleicht bei mir einziehen. Ich muss mir da nochmal die Preise anschauen, aber da bin ich auf jeden Fall neugierig. Weiter geht es dann mit einem neuen TJ Klun und zwar am 11. Oktober erscheint aus Sternen und Staub. Und das Buch klingt einfach toll. Wir hatten dieses Jahr schon einen TJ Klun, der für mich ja eher eine Enttäuschung war. Es war nur so ein Okay-Buch. Nach den beiden anderen Büchern, die aber ein Highlight waren, erhoffe ich mir ganz viel. Ursprünglich gab es hier einen anderen Titel. Und dann hat mich schon gewundert, als zwei TJ Kluns mit dem gleichen Cover irgendwie da waren. Und dann habe ich aber irgendwie auf Instagram mitbekommen, dass da hier der Titel geändert wurde, weil der Autor TJ Klun das auch einfach anders haben wollte. Ja, ich freue mich, dass wir einen zweiten Klun in diesem Jahr haben und der Klappentext, ja, klingt einfach wieder wunderbar. Nate Cartwright steht vor den Trümmern seines Lebens. Seine Eltern sind tot, sein Bruder will nichts von ihm wissen und seinen Job hat er auch verloren. Er beschließt, nach Roseland in Oregon zu fahren. In der Abgeschiedenheit der Berge will er wieder zu sich selbst finden. Pläne schmieden, vielleicht endlich einen Roman schreiben. Nate war schon seit Jahren nicht mehr in der Hütte seiner Familie. Seit seine Eltern ihn nach einem Coming-out rausgeworfen haben, nicht mehr. Soweit er weiß, sollte die Hütte verlassen sein. Nur, dass sie das nicht ist. Ein Mann namens Alex hat sich dort versteckt und mit ihm ein kleines Mädchen, das auf den obskuren Namen Artemis, Darth Vader, hört. Die Geschichte, die Alex und Artemis erzählen, ist so unglaublich, dass sie eigentlich nur wahr sein kann. Und plötzlich muss Nate eine Entscheidung treffen. Will er sich weiter den Dämonen seiner Vergangenheit ergeben oder will er für eine Zukunft kämpfen, die er nie für möglich gehalten hätte? Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Und gerade auch dieses aus Sternen und Staub finde ich vom Titel her irgendwie ganz mystisch und mysteriös und frage mich, was da so ein bisschen dahinter steckt. Ich freue mich sehr. Ich glaube, dass wir hier wieder eine wunderbare Geschichte haben von Menschen, die zueinander finden, die sich vorher nicht kannten, die eine gewisse Bindung zueinander aufbauen, die intensiv ist und die uns auch einfach zeigt, wie wichtig Freundschaft, Liebe ist und wie einmalig diese Situationen sind. Und ja, ich freue mich sehr auf den neuen TJ Klun. Dann gibt es den 9. Teil der Romantic Escapes-Reihe von Julie Kaplan. Habe ich ja eigentlich noch nach Teil 8 gedacht, das könnte jetzt der letzte sein. Erscheint tatsächlich im Oktober am 17. Das kleine Schloss in Schottland. Wir haben hier wieder einen Wohlfühlroman, der schon so ein bisschen in den Winter meines Erachtens auch passt.
und wir sind mal in Schottland. Finde ich richtig cool. Ich finde es schön, dass wir hier so weiter in Europa auch unterwegs sind. Das letzte Mal waren wir ja in Kroatien. Das war ja auch nicht ganz so mein Favorit. Aber ich freue mich, hier in Schottland unterwegs zu sein. Und zwar mit Issy McBride, die nie damit gerechnet hätte, von ihrem Großonkel ein Schloss zu erben. Und in der Vorweihnachtszeit reist sie nach Schottland, um dann festzustellen, dass es sich bei dem Anwesen um eine einzige Baustelle handelt. Es wird viel Zeit und Geld kosten, bis daraus ein einladendes Bed and Breakfast entstehen wird. Denn genau das ist der Plan von Issys übereifriger Mutter. Und damit etwas Geld in die Kasse fließt, hat diese bereits ein Zimmer für den gut aussehenden Autor Ross Adair vermietet. Für Issy ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn während sich der erste Schnee über die schottischen Highlands legt, versucht sie, das Anwesen zu einem gemütlichen Ort zu machen, bevor sie über die Feiertage einschneien. Und das klingt wirklich nach einer Geschichte, die ich wahrscheinlich dann im Dezember lesen bzw. vielleicht auch hören werde. Ich habe, glaube ich, alle Geschichten von Julie Kaplan bisher gehört und hoffe, dass es auch hier das Hörbuch geben wird. Und das klingt einfach schön. Es klingt nach Winter- und Weihnachtsfeeling. Der Oktober ist mir dafür persönlich noch zu früh, deswegen wird es wahrscheinlich eher vielleicht Ende November oder der Dezember. Und ich freue mich. Ich freue mich auf Schottland, ich freue mich auf diese Idee, dass wir ein Bed and Breakfast haben, was aufgebaut wird. Ich freue mich auf die Mutter, die macht so ein bisschen einen kuriosen Eindruck. Dann haben wir auch noch einen Autorin mit an Bord. Also das klingt nach einer Geschichte, die richtig viel Spaß macht. Und da freue ich mich auf den 17. Oktober, wenn es erscheint, beziehungsweise ich mich dann auf Ende November oder auch Dezember, wenn ich dann zu dem Buch greifen werde. Dann kommen wir zum 18. Oktober und zu Für den Wolf, die deutsche Ausgabe einer Bestseller-Saga von Hannah Witten. Ich hoffe, man spricht sie so aus. Und zwar ist das Teil 1 einer Dilogie von der Wilderhood-Dilogie und der zweite Teil heißt dann Für den Thron und erscheint auch schon im Februar. Und wir haben wohl hier einen TikTok-Erfolg. Finde ich immer so ein bisschen semi. Hatte ich gerade jetzt im August schon nicht so viel Glück damit. Nein, im September. Wir sind im September. Im September nicht so viel Glück damit. Aber ich bin sehr gespannt, was es hier so auf sich hat. Denn die erste Tochter gehört dem Thron, die zweite Tochter gehört dem Wolf. Und wie alle Menschen fürchtet die Königstochter Red den Wilden Wald, einen verwunschenen Ort, an dem schreckliche Monster hausen. Das Schlimmste unter ihnen ist der Wolf, denn seit jeher die zweitgeborenen Königstochter geopfert wird. Red ist diese Tochter, die, obwohl ihre ältere Schwester Neve ihr verbieten will, den Wilden Wald zu betreten, sehnt sich die Jüngere danach. Denn in Red glüht eine gefährliche Macht, die sie nie kontrollieren kann. Und im Wilden Wald kann sie wenigstens niemanden verletzen, den sie liebt. Doch an dem Tag, als sie dem Wolf gegenübersteht, ahnt Red nicht, dass sie dieses Monster in Menschengestalt mit jeder Faser ihres Wesens lieben wird. Und ich hoffe, dass es eher düster bleibt, dass es eher mysteriös bleibt, geheimnisvoll bleibt, dass es eher so ein bisschen dunkel bleibt und nicht ganz in dieses romantische, ich treffe meinen Feind und es ist Insta-Love und dann ist alles andere egal. Also ich hoffe sehr, dass diese Düsternis, die man hier so ein bisschen raushört, dass die bleibt, dass der Wald düster bleibt und ich bin sehr gespannt. Also es soll wohl schon so ein bisschen auch eine romantische Geschichte werden, werden wir mal sehen. Also ich hoffe einfach, dass es ein bisschen düstere Fantasy bleibt und nicht ganz so romantisch wird. Und dann wird es wieder etwas asiatisch, nämlich am 20. Oktober kommt der Auftakt einer neuen Reihe von Su Lin Tan, die Tochter der Mondgöttin, ist High Fantasy nach einem asiatischen Märchen. Das finde ich richtig schön und ich hatte das Buch im Englischen schon auf der Wunschliste. Hab dann aber irgendwie nie dazu gegriffen, mir es nie geholt und der zweite Teil wird bereits im Februar erscheinen und ich bin mega gespannt. Also ich freue mich jetzt richtig, dass es im Deutschen herauskommt. Es basiert auf der Legende der chinesischen Mondgöttin. Es soll epische High Fantasy sein und wir haben hier auch eine New York Times Bestseller-Autorin, nämlich Su Lin Tan. Eine junge Frau mit einem Geheimnis. Ein unsterblicher und feuriger Prinz, als er ihre wahre Identität entdeckt, gibt es kein Zurück mehr. Xin Jin,
Die Tochter der Mondgöttin lebt allein mit ihrer Mutter auf dem Mond. Sie ahnt nicht, dass sie dort zum eigenen Schutz vor dem himmlischen Kaiser versteckt wird, der einst ihre Mutter dorthin verbannte. Doch als Xingyings magische Kräfte erwachen, ist sie gezwungen, ihre Mutter zurückzulassen. Eines Tages, so schwört sich die Tochter der Mondgöttin auf ihrer Flucht, will sie ihre Mutter retten, koste es, was es wolle. Ihr Weg führt Xingying ins himmlische Königreich. Unter einer falschen Identität lernt sie den anziehenden Kronprinzen Li Wei kennen, mit dem sie gemeinsam im Schwertkampf und in der Zauberkunst ausgebildet wird. Li Wei weckt eine Leidenschaft in ihr, die sie nie für möglich gehalten hätte, und ebnet gleichzeitig einen riskanten Weg, der das Verderben des gesamten Reiches zur Folge haben könnte. Das klingt nach Fantasy, die perfekt für mich ist. Wir haben hier wirklich die Tochter der Mondgöttin, die ja im Grunde ins Königreich kehrt und da eigentlich auch ihre Mutter retten möchte. Und ich bin super gespannt, sowohl auf Band 1 als wie sich das fortspinnt. Und bin sehr froh, dass im Grunde ein halbes Jahr später, nicht ganz im Februar, dann tatsächlich schon der zweite Teil erscheint. Es klingt toll. Ich mag asiatische Legenden, ich mag die Settings von asiatischer Fantasy super gerne und ich freue mich hier auf dieses asiatische Märchen, was ein bisschen anders erzählt wird, und bin da wirklich super, super neugierig. Und ganz kurz hier die Steffi aus dem Schnitt, denn die Vergangenheit, Steffi, vor einigen Tagen hat eine Neuerscheinung vergessen, die ich aber unbedingt noch erzählen möchte, nämlich das neue Buch von Cassandra Clare, auf das ich mich wahnsinnig freue. Wir sind mal weg von diesen ganzen Schattenjägern und überhaupt, die ich auch gut fand, aber irgendwann dachte ich, das Universum ist doch jetzt bestimmt mal erzählt. Es kommt Sword Catcher, die Chroniken von Castellan. Es ist die neue große High-Fantasy-Saga der Weltbestseller-Autorin. Und ja, der erste Teil ist angekündigt. Ich habe noch nicht gefunden, wie viele Teile es geben wird, aber es klingt mega spannend, wird am 25. Oktober erscheinen und ich bin so gespannt, weil mir ja wirklich die ganzen Geschichten um Chase und Clary wahnsinnig gut gefallen hat und auch um Magnus Bane, die Geschichte fand ich richtig toll. Danach hat mich die Autorin ein bisschen verloren, weil es einfach zu viel in diesem Universum war, aber ja, wir haben hier wieder eine epische Saga, die ihren Ursprung findet. Wir treffen auf Kel, der ein Straßenkind ohne Eltern ist, ein Niemand ohne Zukunft, doch dann wird er zum Schwertfänger, zum Doppelgänger des königlichen Erben von Castellan, Prinz Connor Aurelian. Kel wuchs mit Connor auf, sie sind wie Brüder, doch ein Schwertfänger hat nur einen Zweck, statt des Thronfolgers zu sterben. Ein vereiteltes Attentat führt Kel mit der Heilerin Lynn an den Hof des gefürchteten Lumpensammlers, den Herrscher über Castellans Unterwelt, und dort entdecken Lynn und Kel eine Verschwörung, welche ihre Welt in Chaos zu stürzen vermag. Denn eine Liebe, die nicht sein darf, steht im Begriff, das Königreich zu zerstören. Und das klingt einfach großartig. Ich glaube, dass das Cassandra Clare richtig toll hinbekommt, auch wieder so mit dieser Unterwelt und diesen königlichen und Intrigen und Dingen, die so scheinen, aber nicht so sind. Ich bin mega, mega gespannt darauf. Ich finde das Cover einfach nur großartig. Wäre für mich auch so ein Kandidat noch der Vorbestellung, aber ich bin hier wirklich Fan und ich fand damals die ganzen Schattenjäger, das waren das 6 Bände, ich fand die ja mega spannend, dieser große rote Faden und diese ja kleinen roten Fäden und Spannungsbögen, ich fand das ja wirklich großartig, ich habe das ja auch gereadet und ich mochte auch die Serie und auch tatsächlich den Film, den mochten ja gar nicht so viele Leute, aber für mich war Jason Campbell Bauer, der perfekte Chase. Ich kann das gar nicht anders sagen. Aber darum geht's gar nicht. Es geht um Sword Catcher und ich frage mich, wie das die Vergangenheit Steffi vergessen konnte. Aber zum Glück steht es irgendwie gedruckt hier, dass da eigentlich noch ein 10. Buch fehlt und ich kann mich jetzt wieder an den Schnitt machen und die Vergangenheit Steffi verabschiedet sich dann jetzt von euch. Und ich glaube, jetzt habe ich alle neuen Bücher, richtig? Ich glaube, das waren jetzt die 10 neuen Bücher. Und dann kommt auch noch eine Fortsetzung, nämlich der zweite Teil von Minen der Macht. Wird sich nennen Der Formbrecher und ist ja von Bernhard Henn, Mira Valentin, Sam Feuerbach, Greg Waters und Thorsten Weitze. Und ich packe euch mal, ich glaube, es müsste ja dann der Monat April gewesen sein, wenn nicht gar Mai. Es war auf jeden Fall nach der Buchmesse oder um die Buchmesse herum hatte ich, nach der Buchmesse, also müsste es Mai gewesen sein, hatte ich das Hörbuch gehört, gesprochen von, von wem sonst, Robert Frank. Ich glaube auch, dass ich den zweiten Teil hören werde und ich möchte gar nicht so viel sagen, außer dass wir hier wirklich ein Fantasy-Konstrukt haben, wo wir 5 Charaktere begleiten und alle 5 haben ihre eigene Stimme, weil immer ein anderer Autor, Autorin
dahinter steckt. Und es war wahnsinnig komplex, es war sehr episch, es war sehr spannend mit einem Mordfall, mit verschiedenen Ebenen, in denen eben auch diese Stadt sozusagen verwoben ist, aufgebaut ist. Und ich packe euch mal mein Büchermonat unten in die Infobox, hört euch gerne mal meine Gedanken zum ersten Teil an. Ich freue mich sehr, sehr, sehr auf den zweiten Teil. Und es soll ja nächstes Jahr rund um die Buchmesse dann auch der dritte Teil erscheinen, der dann auch der abschließende Band ist, so wie ich das verstanden habe. Und dann finde ich das tatsächlich auch einen ganz schönen, ja, abgerundeten Zeitrahmen und freue mich da drauf. Und ja, das waren sie jetzt, die Neuerscheinungen aus dem Oktober. Meine Güte, da kommt eine ganze Menge und ich, mal schauen, wann wir das alles lesen und was da vielleicht noch neben den Neuerscheinungen irgendwie dazukommt. Aber ich denke doch, so die ein oder andere spannende Geschichte ist da. Ich habe auch schon gesehen, dass das ein oder andere Weihnachtsbuch, Winterbuch herauskommt. Das habe ich jetzt mit der Ausnahme von dem schottischen Buch von Julie Kaplan so ein bisschen ausgeblendet und denke, ja, da lasse ich mich ja gern so ein bisschen inspirieren, wenn ich dann irgendwas sehe. Zudem habe ich, glaube ich, auch noch 2 oder 3 Weihnachtsbücher aus dem letzten Jahr hier stehen, beziehungsweise auch 1 auf dem E-Book-Reader. Ja, so viel weiß ich ja, dass man in den 4, 5 Wochen vor Weihnachtszeit, also da liest man dann am Ende ja nicht nur Weihnachtsbücher, zumindest ich nicht. Freue mich da aber natürlich trotzdem drauf. Wobei, jetzt haben wir erstmal September, dann kommt der Oktober, in dem habe ich dann auch nochmal Urlaub und dann gucken wir und sprechen über die Weihnachtszeit, oh mein Gott. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, welches der Bücher euch jetzt vielleicht angesprochen hat oder welches Buch ihr herbeisehnt im Oktober. Lasst uns da gerne in den Austausch gehen. Würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr freuen und ich hoffe, dass euch diese Neuerscheinungen in Videoform auch mal wieder gefallen haben. Auch darüber können wir gerne in den Kommentaren sprechen, ob das Format euch so gefällt, was man vielleicht ein bisschen anders machen könnte oder ob ihr sagt, immer mal wieder ist das tatsächlich ganz cool, wenn man so ein paar Neuerscheinungen gezeigt bekommt. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.